Valentina ist wie indisches Essen, was man nicht verträgt. Man merkt oft erst später, was man sich da eingehandelt hat. Als ich Valentina sah, sah ich Glück und fürchterliche Enttäuschung. Willkommen. Keine Ahnung, ich dachte, ich lande jetzt noch im schlechteren Bereich, weil ich habe das Quiz verloren. Jeremy, du hast gewonnen. Applaus für Jeremy. Aber war mir schon klar, dass Jeremy gewinnt. Und dann, was ist passiert? Der Moderator hat gesagt, das geht für ihn jetzt in den Deluxe-Bereich. Was? Also vielleicht gibt es 4 Bereiche. Also ein Dachboden, eine Garage, einen normalen Luxus-Wohnbereich und ein Keller. Hat der Schiedsrichter jetzt gesagt, der geht jetzt in einen Deluxe-Bereich? Ja. Auf den Gewinner wartet eine Überraschung. Deluxe, wirklich. Der Gewinner, der bekommt ein richtig großes Special. Aha, ach so. Das heißt aber nicht Deluxe-Bereich. Der hat nicht Deluxe-Bereich gesagt. Ich weiß, ich kann nicht mehr komplett alles. Ja. Es war so viel. Alles Irreführung. Alles, damit wir wahnsinnig werden. Hat man hier eine Dusche, Shampoo? Also wir sind auch ein armer Bereich. Wir haben genau den, wir haben auch nur einen kalten Schlauch, also und ein Penny. Gibt's halt. Ist das Shampoo und Penny? Vielleicht, aber wir haben nur unser Mindestbudget von 1 Euro pro Kopf. Deswegen machen wir Essen und satt werden und keine Luxusartikel bis jetzt. Boah, ich glaube, die würden mich hassen, wenn ich die 9 Euro nur für Beauty-Produkte ausgeben würde. Keine Luxusartikel bis jetzt. Also wenn sie ein Shampoo einkauft, dann soll sie bitte auch eine Sektflasche einkaufen. Also dann würde ich mich richtig freuen. Aber ein Shampoo müsst ihr schon holen. Bin ich euch ehrlich. Die Nudel und die Kartoffel siegt gegen ein lächerliches Shampoo. Haben wir Kernseife nur? Oder ja, leider. Auf keinen Fall wasche ich meine Haare mit Spüli oder Kernseife. No way. Gibt's hier irgendwie so Deo? Nein, gar nichts. Kamm wäre auch schön, ne, wenn es so einen Kamm da gäbe. Also, es gibt einen Spiegel. Oh Gott, möchte ich das wirklich sehen? Ich bin echt rot wie eine Tomate, ne? Sonst ist die Gruppe ganz nett, muss ich sagen. Außer sie schlagen mir den Kopf auf, wenn ich Shampoo hole und eine Nudelpackung zu wenig.